Was? Hallo, ich bin hier kein Tierheim. Jetzt gehen die schon hier rein. Hey, das hat sich gereimt fast. Das gibt's nicht. Das gibt's auch nicht. Miro, du Sau. Reparierst du gleich, brauchst sowieso Mechanik. Warum? Wieso? Wieso passiert das mir mindestens einmal in fast jeder Folge, dass der Herd in Brand gesetzt wird? Oder die Vogelscheuche? Oder der Kühlschrank? Oder sonst irgendwas? Mann! Zum Glück haben wir den Feuermelder hier installiert. Jetzt kannst du wischen. Jetzt wischen sie hier zu zweit. Außer Jasper, der frisst nur. Das ist klar. Gut. Ach, lass mal. Wir haben doch die Putze eigentlich hier. Wir müssen die ein bisschen hochboosten. Das haben noch nicht mal die drei Frauen in ihrer WG hingekriegt, was ihr fabriziert gerade. Was seid ihr denn für, was seid ihr denn für Lappen? Der Feuerwehrmann ist gerade vor 5 Minuten gegangen. Na gut, in Sims Zeit, vor einer Stunde, aber ist egal. Nee. Miro, du brauchst nicht darunter zu gehen. Feuer ist schon gelöscht. Jetzt verstehe ich auch, warum Miro immer so deprimiert ist und immer deprimiert zu Mattea kommt. Das ergibt alles einen Sinn. Einen Imbiss zu suchen. Weil so einer WG. Achso, das war das Müllding. Gekitzelt werden. Ich glaube, Miro mag das nicht gerade so. Tanzen. Na dann tanz mal. Ein Buch lesen. Jasper, der will nicht gekitzelt werden. Was? Gekitzelt werden, angesprochen werden, angesprochen werden. Ach, Jasper. Der will nichts von dir. Jetzt stehst du davor. Nee. So, Miro, du gehst jetzt nochmal schnell was essen. Und wehe, du fackelst den Herd ab. Dann bist du schon der dritte heute. Ja. Nein, er macht sogar Mikrowelle ein Glück. So, und. Hier schlafen. Und machen wir. Achso, das ist ja Sprungkontrolle. Warum? Wieso ruft er den zu sich hin? Die Kammer ist doch für einen Sim konzipiert. Muss man nicht verstehen. Jo. Wir werden vielleicht mal dafür sorgen, dass Miro einfach seinen Job kündigt oder sowas. Und einer von den beiden anderen Lappen mal arbeiten geht. Wer? Ich dachte schon. Kriegen wir das vielleicht? Wir haben doch hier den Computer. Einen Job suchen.
Dann kann Miro seinen aufgeben und du besuchst die einen. Ja, genau, wir nehmen die. Wir nehmen politische Karriere für Hector. Ist hier irgendjemand ordentlich? Nö. Für Politik braucht man ja Charisma und Charisma ist, kriegt man beim vom Reden üben, beim von Reden. Ist Jasper. Ja, na gut. Jasper, der will nicht von dir gekitzelt werden. Klatsch und Tratsch. Hier. So. Kommt das mir nur hier so vor? Da sind die ja relativ schnell mit Fähigkeiten aufbauen. Das kann mich auch noch täuschen. Benutzen, genau. Benutzt das Klo. Musst du unbedingt tanzen? Geh doch hier, Teller nehmen. Easy. Okay. Das ist gut. Entweder das ist ein Bug oder das ist so programmiert, dass nichts verlieren, wenn die arbeiten sind. Also kommt es mir jedenfalls vor. Der Fernseher wird bestimmt wieder so weit weg sein. Oh, genau, geh pinkeln. Geh pinkeln. Ein Buhl. Der rockt hier ein bisschen rum und... Nein, Hund. Vergiss es. Immer diese Hund... Ja, du kannst ja vielleicht die... Ah nee, du gehst erstmal was essen. Ja, dann können sich genauso mal um die... Wird Zeit, dass du ausziehst, Miro. So. Hey, Miro, ich habe eine Idee. Wie wäre es denn damit, Nachbarn anzurufen? Ja, wundervoll. Nein! Anrufen. Irgendwo hin einladen. Das wäre doch eine Möglichkeit. Zum Urlaub einladen. Wir nehmen aber erstmal die Stadt. Ja. Ich will das mal hier. Nein. Wird nicht beobachtet. Ja, bitte. Und bitte lass nicht so ein Desaster werden wie bei Matteo. Miro. Schwing mal ein bisschen die Hufen. Ich würde schon sagen. So, wollen wir mal gucken. Gibt es denn hier ein schickes Restaurant? Wir nehmen das da, das sieht sehr leer aus. So. Jasper verfolgt mich auch die ganze Zeit. Olli, ich wollte ins Knautschgesicht kommt. Fragen. Und wie geht's? Wie geht's dir denn? Ach, sie hat keinen Spaß. Gut. Dann wollen wir mal gucken. Was haben wir, können wir denn als Spaß nehmen? Spielen. Kaufen. Rote Rosen natürlich für Matteo nur das Beste. Irgendwas war jetzt mit dem Symbol. Warte mal. Nehmen wir lieber gelbe Rosen. Ich. Matteo, geh mal was? Nee, das will sie auch nicht.
oder? Hm. Kann man jetzt hier essen gehen? Ich will jetzt essen gehen. Hallo? Ach so, Mensch, ich denke aber immer, es ist ein Essen. Feinschmecker, nie. Sängerin, Sänger Sebastian. Jasper! Mit der Hippie-Braut! Das geht so gar nicht. Guten Tag. Miss Knauschgesicht ist gar nicht hier. Hector? Sag mal, stalkt ihr mich hier? Das kann nur sein, oder? Achso. Jennifer und Hector. Jasper und Angelika, okay. Wo ist Was hat denn schon wieder Frau Knauschgesicht? Ich höre immer zu Frau Knauschgesicht. Sie meckert auch wieder überall. Oh ne, sie geht gerade schon wieder schlafen. Schade, dass ich... So. Und jetzt Felice! So. Ein Geschenk geben, oder? Hier lief doch irgendwo Mucke. Tanzen. Mit jemandem tanzen. Ah. Es wird dann nur getriggert oder was? So, wir wollen mal gucken. Yeah! Vor allen Dingen, hier ist ja nicht ein Parkett oder sowas, ne? Es war ein... Frau Knautschgesicht zockt, aha. So ist das. Ja, ich habe das genau gesehen, Frau Knautschgesicht.
Das war, ich weiß ganz genau, was sie getan haben. Meckern über Freunde, fragen Freunde, küssen, flüchtig. Mathea, ich kenne dich doch. Zum Glück ist es nicht unser Klo. Ja, Frau Knautsch, Gesicht, verschwinden Sie. Wo ist denn überhaupt das Tax? Huch, nee, da würde ich jetzt eigentlich hin. Ich wollte eigentlich zum Taxe. Ach, das ist hier drinne. Ja, wo ist ich denn das Wissen? Jo. Kona, Fa, Kona, Hat.